Hey, welcome back zu einem neuen Thunder Swift Vlog. Wir haben hier niemand Geringeres als der Prof. Thomas, der Professor. Genau, der Thomas, der Professor Schmidt, der alte Sack. Und jetzt haben wir es geschafft, uns hier in der Toskana zu treffen. Sie sind nämlich unterwegs da mit einem ultra nice Camper im Hintergrund. Mit der ganzen Family da unterwegs. Wir gehen jetzt hier auf einen Ride. Weißt du noch, wie der Bikepark da heisst? Alpicella. Alpicella Bikepark. Und das Dörfli heisst irgendwie... Oder Cella. Ich weiß nicht, wie man es in Italien Alpicella. Castellano oder so heisst das Dörfli. Ich weiß auch nicht mehr. Ich bin gestern Abend da schon gesehen, ein paar Trails abchecken mit dem E-Bike. Schnell 1400 Höhenmeter gemacht vor dem Feierabend. Und jetzt sind wir auf den normalen Velos unterwegs. Der Prof auf seinem Propane. Ultra Custom Papagei mäßig jetzt ein Mallet-Projekt da. Checken das Video bei ihm auf dem Kanal aus. Der macht nämlich auch YouTube. Und hat dort gerade das. Ist das schon online? Ja, das ist schon online, ja. Andere Toskana-Video gibt nichts, weil das hat jetzt irgendwer gezockt. Im Piombino auf dem Parkplatz habe ich euch erzählt. Leider GoPro und so weg. Und richtig coole Footage auch weg. Ja, das ist das Ärgerliche. Das ist noch fast mehr schade. Jetzt gehen wir auf den Ride, zeigen euch da die Trails da. Es hat ein paar richtig coole Sachen. Und wir würden sagen, wir reden gar nicht mehr länger. Wir gehen los und schauen rein, ganz in schwarz. Das hat es eigentlich noch nie gegeben oder schon lange, lange nicht mehr. Armin wäre stolz auf mich. Jetzt gehen wir los. Der Prof zeugt mich ab, Alter. Der mit seinen dünnen Beinen hat Power da drin. Holy shit. Recht moody. Zeugt so ein bisschen zu, aber das ist gerade perfekt, sonst wäre ich komplett am Sterben. Ich schwitze schon voll. Der hat das Tempo da oben. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Top. Das ist so eine Kreuzung da. Nochmal ein richtig happiger Forstweg da oben mit losen Böllis drin. Und jetzt geht es da hinten zu den Bikepark Trails, die recht langweilig sind. Hat zwischen ihnen so eine kleine Jumpline. Die müssen wir vielleicht noch auschecken. Aber sonst gehen wir jetzt hier mehr auf die Trails da vorne. Der heisst Piscine, so ein schwarzer, recht lustig durch den Wald. Da bin ich gestern sogar zweimal gefahren, weil er so geil war. Wir gehen eher auf die Suche nach den lustigen Trails. Wahrscheinlich fahre ich jetzt am Anfang noch vor, weil ich den Trail gerade kenne. Aber nachher, wenn ich mal hinter dem Prof fahren, dann müsst ihr schauen, wie die abgeht auf dem Velo. Das ist Next Level. Jetzt fahren wir da vorne im Wäldli. Okay. Ja, da sind wir. Hau rein. Piscine heisst der Trail. Ich fahre voraus. Und... gerade mal das Hinterrad verloren da. Auf dem Loser Trail. Der hat echt gestern mega Spass gemacht. Da oben zwar noch flache Turns drin. Und irgendwie habe ich den Abzweiger für Piscine nachher nie verwischt, um den ganzen fahren, weil ich bin nachher immer auf Trailspotter, so heisst ein anderer Trail da, gekommen für ganz ab. Ist aber auch mega geil gewesen. Ich mag mich noch erinnern, wo ich ihm dann angefahren bin. Im Herbert Camp, ich glaube, das ist die Reinschlucht irgendwie. Und wir sind so krankes Zeug gefahren. Hinter ihm gehst du so ab. Er fährt so geil. Fahrt für Propane. Da unten ein Hase. Gestern Abend in der Nacht noch Wildschwein hat mein Bus gehabt. Hure laut, mega Lärm. Die haben einfach gerunzt und sind im Wald rumgetrampelt. Mega. Noch nie gehört oder gesehen haben sie nicht. Zu dunkel gewesen. Und der Prof habe ich auch nicht gehört, wenn er noch nebendran hergefahren ist. Nicht mehr gewusst, dass der hinten dran kommt. Ja. Wir ziehen gerade durch. Am geilsten alles in einem Flow. Heute auf dem Track Slash unterwegs. 9.9 XR Project One Sweet Gold Leaf. Und jetzt kommt
geiler Hang zum Dirt um sprayen lassen. Jetzt gehen wir ins Flat. Typisch Italien-Toskana-Style. Da springen ohne Landung. Und jetzt kommen wir da in den Wald rein. Mit Kennel. Das ist so geil. Ich höre den Prof hinten dran. Sketchy Northshore-Dinge. Und da habe ich gewusst, den Teil will ich nochmal fahren. Kleiner Drop, Haufen Bäume zum Kopf einzeichen. Da gehst du runter. Die Abendsonne so richtig geil in den Wald hineingeschienen. Es hat alles so grün, grün-gelb geleuchtet. So sick. Full Race Run top to bottom da. Sieht so geil aus, da grün. Gestern eine Drohne geflogen bei einem geisteskranken Sunset. Jetzt traversieren wir da schnell ein bisschen vorne. Nachher geht es nochmal steil und rough. Und es hat nebendran noch einen anderen Hügel, wo wir dann nachher auschecken. Vielleicht dort bin ich gestern nicht gewesen. Nur da mit dem E-Bike. Viermal, dreieinhalb Mal da rauf. Wow! Zwischendurch voll Highspeed und nachher wieder Tag verblockt. Richtig cool da. Sie bieten auch einen Shuttle an. Da. Habe ich jetzt nicht im Sinn zum Beanspruchen. Ich denke halt nicht, dass der offen ist. Da jetzt unter der Woche. Und jetzt kommen wir dann da hinten ab in ein Bachbett. Wow. Enge Turns. Wow. Schnell. Wow. Schau, dass du das Vorderrad nicht weggehst, sonst fliegst du in den Steingarten runter. Wow. Wow. Fuck. Off-camber, loose turn da. Wow, zum Teil die Bäume sind schon eng. Ich glaube, ich muss den Tempo rausnehmen müssen da. Da hat jetzt alles grün geleuchtet. So geil gewesen. Nachher geht es weiter. Für mich glaube ich, heute den ganzen Tag sicher noch da fahren. Nachher an den Gomersee für ein neues Adventure. Ich habe den geilen Ridgesee, den ich will fahren. Woo! Was sehen wir? Das war jetzt ein Mix zwischen Trails. Ach. Aber irgendwie passt es einfach vom Flow her. Passt mega. Es killt mich. Jetzt kommen wir da einen zweiten Uphill auf einen neuen Berg. Keine Ahnung, oh ja, schön. Der schlucht mich. Nach nur 620 Höhenmeter. Nochmal Bike komplett killen. Aber nachher haben wir eine richtig geile Ridge vor uns wieder bis ganz runter. Wow. Dämpfer öffnen nicht zu vergessen. Jetzt zieht also der Nebel rein, wie geil. Richtig moody. Smoked hat er mich. Jetzt haben wir da zwei Trails aber, ha? Ja, ja, da einer und da den. Wir haben uns entschieden, Vigolone 3 wird's. Vigolone 3! Wir da links weg. Ah, sieht irgendwie vielversprechender aus auf Trailfork. Jetzt haben wir den Prop in front. Hoffentlich zieht er mich abwärts nicht auch noch so ab, wenn er mich aufwärts da überall gerade abgezogen hat. Der Dämpfer ist auf. Das muss man muss ich auf jeden Fall beim normalen Velo immer beachten. Weil ich beim E-Bike nie blockiere. Yeah, wow, Sandboden da. Trail verloren. Aha, ja. Stanley staubt. Single Diamond.
Aha, Highline über auf Camber Rocks. Interessante Lines da. Der Typ fährt krank, Mille 6. Wir kennen den Trail beide nicht. Da spicken schon die Steine. Er geht einfach all in. What the fuck? Wir kennen nichts. Oh mein Gott. Wow. Rutschig. Slippery. Ich will da nichts riskieren. Wow. Decke. Ihr seht, es ist steil, wenn die Steine etwa im gleichen Tempo runterrollen wie ihr. Enge Bäume. Das breite Lenker ist auf jeden Fall nicht von Vorteil da. Jetzt muss ich mich da eben wieder dranhängen. So unübersichtlich. Schwierig zum Laufen lassen. Yeah, in einem Loam Spray. Wow, dann wieder so Sandboden. Krass. Mit dem Pedal leicht am Baum gestreift. Zentimeter, Millimeter Arbeit da. Ja. Lego. Sick, Alter. Auf jeden Fall. Ja, er lässt es krachen da. Er geht jetzt 2 Tage. Im Finchgau die Guides dort go coachen, was die Fahrtechnik anbelangt. Ja! Alter! Respekt für die Lines dort oben. Geiler Scheiß. Oh. Ich glaube, ich mache ein bisschen mal Luft rein. Ne? Ja? Ich habe irgendwo geburbt. Ja, ihr habt es gesehen. Ah, beim Brab hat er sich Blättli zwischen Reifen und Felgen eingeklemmt. Darum zischt es dort ein bisschen Luft raus. Sieht richtig eine geil aus. Das ist tatsächlich so eine Billigpumpe von. Ohne Scheiß. Aus dem Aldi? Nee, von Hartje. Hartje? Hartje, naja, die okay. Haben so einiges. Und die heißt dann Concept, glaube ich. Aha. Ready for takeoff! Schauen wir mal, was da noch kommt. Ja, Chetrala. Doch ein bisschen längere Pause jetzt geworden, bis wir da den Übeltäter gefunden haben für den Schleicher. Es ist dann doch ein Loch zwischen Felgen kann der zieht einfach mal in den Wald hineingefühlt. Es ist zwar noch Träger ausgegangen, mal schauen, wo wir da herkommen. Aha, der Sieg hat geile Lines blind fahren kann. Wow, Hinterrad auf. Und man trifft den Vorderrad leider gerade auch. Wow. Ja. Das ist ein bisschen warm werden da. Ja, viel Fehler kannst du da nicht erlauben. Yeah! Jetzt geht es da ziemlich steil, serpentinenmäßig, da aber ins Tal wieder auf die Hauptstraße. Wow, grosse Steine, lassen die Räder hüpfen. Wow! Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen viel Luft rein für da. Auf der anderen Seite sind es eben mehr so Bikepark-Trails. Yeah! Was für ein grüner Wald plötzlich! Ja, sieht das geil aus! Wow! Also landschaftlich auch recht geil da, zwar nicht mehr so Toskana, wir sind glaube ich auch nicht mehr. Wow! Wow! Darum haben sie da die Fangnetze. Da willst du nicht runtergehen. Jetzt habe ich ihn ein bisschen verloren. Jetzt lassen wir da wieder ein bisschen chattern. Wir sind glaube ich gar nicht mehr in Toskana da. Prof hat gesagt, das ist doch schon in Ligurien. Oh ja. Ich bin wieder dran. Hey, was für ein geiler Wald. Sieht aus wie Bärlauch, ist es aber nicht. Da ist kaputt North Shore. Ja. Irgendwie muss es da eine krasse Szene haben. Gesehen habe ich mir bis jetzt noch niemand. Das Dörfli unten auch. Wow. Nose-Dive-Drop. Das Dörfli unten, recht geil. Mega schöne Steinhäuser. Das ist schon cool da. Wow. Hey, ich bin 100% focused. Die Augen aufgerissen. Weil es kommt so schnell. Neues Zeug und blind. Wow. Dann so heiß wie der. Wow. What the fuck, eine Hängebrücke!
ein Drop ins Blinde, ein Jump ins Blinde. Jetzt hängt mir etwas vor der Brille. Yo, scan this. Wow. Jetzt zieht er einfach manuell über die Rollers da. What the hell? Der Prof. Viel zu lang ist her, seit wir es jetzt schon mal gefahren. Holy shit, ey. Und jetzt sind wir leider schon unten bei der Straße. Ah. Was für eine Kompression. Ah. So ein typischer Home-Trail-Ausstieg. Hör auf! Ein Popeye-Move, der geht. Der kann Track auch. Was? Ja, ja. Aber hier müssen wir nochmal hoch. Yes, Sir! Las Ballern gehen, ja! Dropping in, Vigolone 2, Baden Park ist das jetzt nochmal. Wir sind schnell die Hauptstraße ein bisschen hochgefahren. Nehmen jetzt den noch mit zum Schluss. Hä? Liegt er einfach rein in die Turn, ohne etwas zu kennen, ey. Wow, löst er mir da die grossen Steine. Sieh, ey, blind droppt er rein, ey. Der hat mehr Eier als ich. What the heck, Bro? Der spürt sich komplett nicht mehr. Hey. What the fuck? Wow. Ja. In letzter Zeit kriege ich so viel Zeug ins Fressen. Oh, ich bin richtig smoked, jetzt brauche ich Pasta. Jetzt müssen wir aber noch aufentrampeln zum Bus. Auch gut! Alter, du kennst komplett nichts, hä? Alter, wie du da reinlässt. Wie reinlässt, Alter! Hä? Hä? Das macht das Fahrrad. Ja, genau. 740 Höhenmeter. Jetzt geht's zurück zum Bus. Ich brauche eine richtige fette Pfanne Pasta jetzt. Guck, die Pasta gemacht da. Prof ist noch am Schnitzen. Jetzt essen wir zum Mittag. Wir sind wieder on the bikes. Ich habe dir mal meine Geheimwaffen ausgepackt, sonst hätte ich da nicht einmal eine Runde mit dem Prof überlebt. Ich bin jetzt auf dem E-Bike und wir haben uns gerade die verschiedenen Aussprechensarten von dem Trail überlegt. Peace Sign, Pissschiene, Pissschiene. Der Weg zum Schwimmbad, wieso? Ja, wir müssen eh noch irgendwie ins Wasser hüpfen. Ja, der Prof will da ins Wasser hüpfen, aber ja, ja, ja. Ah, du meinst, ich kenne ihn jetzt aus? Ja. Ja, was da voraus. Wir probieren jetzt den ganzen Trail eigentlich zu fahren. Bin jetzt schon, das ist jetzt Nummer 4. Genau gleich wie ich. Genau gleich. Oh. Und wir probieren jetzt den Abzweiger zu finden, obwohl ich den eigentlich noch nie gesehen habe, obwohl ich den jetzt schon das vierte Mal jetzt fahre. Ja! Ja! Wir merken, dass der Reifen hinten langsam neu werden sollte. Ja! Hat er sich gerade noch gerettet mit einem super Scandinavian Flag. Und jetzt müssen wir den links heben, glaube ich. Irgendwo da muss links weg. Ich habe nur kalt, ich habe jetzt die Jacke angelegt. Hey. Wow! Jetzt sind 14 Grad und wir sind... Da müssen wir links! Stopp! Stopp! Er lädt einfach weiter. Er ist unstoppable. Ich glaube, er hat mich schon gehört, aber er will einfach nicht bremsen, weil der Trail so sick ist. Alter Lappen. Fahren wir halt die Straße noch mal schnell ein Stückchen rauf. Den Holländer halt noch mal schnell. Mit dem E-Bike im Nachjetten. Wow. Schnell zusammen zum Mittagessen, alle zusammen mit den Kids. Mega cool. Tatsächlich wollte ich einfach nur anhalten. Oh. Einfach nur mal kurz stoppen. Bam, Alter! Du bist so im Flow drin, du willst jetzt einfach shredden, scheißegal.
Eieiei. Der Typ geht ab, ey. Einfach nach dem Mittagrun schnell voll Hahne laufen lassen. Kranker Sieg. Du bist nicht normal, ey. Jetzt nimmt er da Outside Line. Ja, okay, ja. Hat er verkackt. Verkackt hat er. Jetzt gehen wir da auf die Straße nochmal rauf. Alter, du bist nicht normal. Hey, yo! I managed to get my GoPro on the Professor. Das Mikrofon ist auch beim Prof, also hören wir mal jetzt die Geschichte vom Herrn Professor zu. Ja, mal gucken, was ich so manage zu erzählen. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, es gibt eine Überraschung. Let's also, tschüssle. So, was erzähle ich? Es war einmal ein kleiner Prof, der fuhr den Sandro hinterher, um die Kurve, die wir beide verpasst haben. Und jetzt haben wir sie beide gerade so genommen. Scandi Flick. Ist nicht immer schneller, aber schön. Ja. Flickomat. Hüpfomat. Da fährt er vor the Fans. Und gar nicht hier vor Speed, sondern vor die Fans. Muss auch sein, das ist so wie so eine Bonusrunde. Quasi bei der Formel 1. Wow. Ist das die Einführungsrunde? Hier ist der Abzweig. Ach gut, klar, ich wollte halt den Sprung springen. Aber eigentlich ist auch der Sandro so eine Sender. Cinderella. Hier ist ein Sender. Das ist den trailfreie Kern. Das ist ja auch immer wichtig, dass man support your local network, dass man da so ein bisschen sich kümmert um die Trailpflege. Macht hier dieses Bontracker Hinterrad wunderbar und schön. Springen wir hier rein in die Ridgeline. Machen hier eine Tight Corner. Wow, wow. Auch schön. Yeah. Kurz hier hoch und runter. Ja. Auch gut. Das ist straighter die Line. Die andere hat mir besser gefallen, glaube ich. Aber mal gucken, was hier noch kommt. Jetzt. Ja, die hast du gut freigehalten. Ich war nah genug. Ja, die waren bei mir noch nicht wieder zurück. Hallihallo, servus. Guckt mal hier, Menschen auf dem Local Network, Trail Network. Geil. So, endlich staubt es auch hier mal ein bisschen hinterm Sand rum. Jetzt muss ich mich ja fast konzentrieren. Es könnte sein, dass der hier steil ist. Und vor allem das Zeugs, was der aufschleudert. Da hätte ich überholen können. Da hätte ich überholen können. Das sieht gut aus, den nehmen wir, oder? Hier ist wieder ein bisschen Prof-Camber. So, also optisch mega, Spaß macht wurde auch noch hier, aber da muss er sich schon fast konzentrieren hier, nicht nur fast. Kleinen Speaker. Also Concentration Trail, wa? Ja, brutal. Haha. Also. Ja, also ich habe die Kurve wenigstens bekommen, aber danach. Slippery when dry. Hey, what the fuck? Geil, aber die Kurve, die nehmen wir mit. Die ist geil, du bist ja so Two-Wheel-Drift-Kurve. Die schieben wir hoch, die gönne ich mir. Kommst du dir vor wie mit dem Slick, Alter? Läuft! Auf jeden Fall weiter einfach.
voll lag. Das ist auf jeden Fall Trail für Rutschfreunde. Alter. Also hier erzähle ich auch gerade weniger, weil hier muss man sich echt ein bisschen konzentrieren, dass das Hinterrad da bleibt, wo es sein sollte. Auf dem Trail. Wow! Haha! Drifted! Wow! Leck! Oder so. Auch schöne Linie. Mega das Flick hier. Flickmeister. Wuhu! Oh, Drop! Ja, den kennen wir wieder. Sind wir weggefahren. Guck mal hier. Jetzt muss ich ihn einholen. Wie kriege ich das hin? Gar nicht. Ah, jetzt habe ich auch noch Ketten. Chainsack hier oder was? Irgendwas. Habe ich mir einen Chainsack geholt? Oh. Nee, ich habe irgendwas eingefädelt. Ast. So, hup! Alter, was für ein Mindblow-Trailer. Vor jeder Kurve ein Scandi. Ja. So geil. Wir lernen immer neue Sachen. Jetzt haben wir da den Schlauch so über die Spitze vom Sattel drüber gezogen. Dann so einmal nach hinten und ich hocke drauf. Es geht super schnell und sogar während dem Fahren. Und der Prof kriegt da... Genau, hat keine Kraft mehr. Der kriegt den Schlauch so drumherum. Und dann kann er dort dann einfach mit der Hand den Schlauch am Lenker umgreifen und dann super schnelles, super zuverlässiges Zeug-Setup. Schlappnis. Ich bin total durch. Kein Meter mehr. Also ich drehe um. Ich drehe um. Ich fahre hier nicht mehr mit. Mach ich nicht mehr mit. Kotz mir an. Aber hübsch ist der Uphill auch. Ohne Motor in langsam. Ich kann ihn viel besser genießen. Ich merke meine Oberschenkel. So, ihr habt das Vergnügen, um nochmal vorfahren dürfen. Und ihr habt vor allem das Vergnügen, um nochmal beim Professor auf dem Chest Mount zu sein mit der GoPro und bei ihm und seinem Propane. Was ist das für ein Velo? Das ist Hai. Ich habe jetzt 900 Höhenmeter auf der Uhr, noch 30% im Akku. Und jetzt sind wir am Start vom Vigolone 2. Letztes Mal sind wir dann davor links weg zum Vigolone 3. Und jetzt ist das Vigolone 2. Rock'n'Roll! Wow! Blätterig ist es. Also, jetzt sind wir wieder da. Ich habe jetzt wieder auch meine Stimme gefunden. Hier haben wir geile ausgesetzte Stellen. Ein paar Steep Shoots hier. Geilo. Und ich bin wieder dabei. Ich musste kurz atmen, ohne dass der Sandro das merkt. Der soll nämlich denken, dass ich brutal fit bin. Und hier fahren wir jetzt noch mal ein bisschen andere Lines. So. Wenn hier diese roten Dinger kommen, glaube ich, da ist ausgesetzt. Oh, geilo. Aber hier ganz schön fahren. Der hier ist noch. Boah, der hat eine geile Ridge. Hat der Hüpfer. Geil. Der ging geil zu doublen. Oh ja. Also ganz im Ernst, das ist Genuss, warum ich so still bin. Purer Genuss. Muss ich ein bisschen klein machen. Boah, der ist mega gut. Der ist nicht ganz so am Limit wie der andere. Guck mal, hier kann man auch so rumfahren.
mit Drop. Aber hier muss man schon auch bremsen nebenher. Das ist einfach nur steile Ridge. So, Blätter haben auch, obwohl Frühling ist. Die sind hier noch nicht weg gewesen. Hier war noch keiner mit dem Laubbläser oder mit dem guten alten Krämer, wie man hier bei mir daheim sagt. Jetzt fängt es an, dass die Kurven hier ein bisschen wieder. Stop, lost my front wheel. So, guckt, da hier 1:0. Ich bin hier die Außenleine gefahren und die war doch rutschiger als gedacht. Schade. Ja, wieder Ausreden am Start. Ja, nee, was heißt ja, Ausrede? Ich dachte, ich fahre die schönere Linie, dabei habe ich es verkackt. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Ja. Nein, so. Da geht das Hinterrad hoch. Ja, guck, da lächelt er auch. Wenn der Prof einen Fehler macht, das freut den Tanzen. Nehmen wir die linke Leine. Guck, da ist er weg. Bisschen muss man hier schauen. Dieses Laubgedöns lässt einen nicht immer Fehler zu. Geilo. Ah, den habe ich schöner genommen, wenigstens. Alter, der ist nicht ganz so Vollspeed, aber der macht so mega Spaß, weil man auch doch sich konzentrieren muss, ein bisschen was Technisches. Da geht er aufs Hinterrad und wheelt hier so rum. Wow. Der Turn, der war gerade noch drin, ey. Alter! Wow. Schön, sag ich dir. Jetzt sind wir mega im Flowcard hier. Jetzt auch 1000 Varianten noch. Ob wir die geile nehmen, wissen wir gar nicht, aber. What? Alter! Geiler Scheiß! Noch einer, noch einer! Schön, Omar! Müssen wir hier ein kleines Hindernis überwinden. Uppa. Ein fieser Drop-In hier. Das kriegen wir irgendwie hin. So. Wow. Wow. Das ist interessant. Das ist so einer mit 0 von 100 Sternen. Exploring. Verhaspelt. Ja, das ist endlich mal hier. Endlich bin ich mal mit jemandem unterwegs, bei dem das so endet wie bei mir auch immer. This is the real spirit of free ride. Hier ist er. Yeah. Oder was auch immer das ist. Thank you.
Jetzle. Und hier. Bam. Unser Finish, unser Fist-Finish. So, zweite Runde auch geschafft. Mittlerweile 1137 Höhenmeter und 20 Kilometer in nicht einmal 2 Stunden. Wir haben jetzt 5 und mit der Morgenrunde addiert mit den normalen Velos, also ich zumindest, der hat ja alles auf dem normalen gemacht, haben wir jetzt über 2000 Höhenmeter gemacht an dem Hügel. Absolut kein Problem, wir könnten noch viel länger weiterfahren. Ne? Auf jeden Fall. Jetzt ist mir noch eingefallen, was ich sagen wollte. Ich bin gespannt, was der alles euch erzählt hat. Ihr habt es natürlich jetzt schon gesehen, aber ich nicht. Und nochmal zur Erinnerung, kleiner Reminder, checken unbedingt dem seine Social Media Kanäle aus. Dort werden ihr ein paar lustige Sachen finden. In dem Sinne, peace out.